Ja, hallo Freunde, Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und erstmal muss ich sagen, es ist leider, wir wieder eine kleine Preiserhöhung haben in unseren Kursen. Diesmal ist es echt nur wenig, ein paar Euro, auch nicht bei jedem Kurs. Wenn ihr noch die alten Preise haben wollt bis 1. Januar, dann deckt euch einfach noch ein. Also es wird jetzt nicht gravierend sein, aber ein bisschen zumindest. Dann gehen ja auch ein paar neue Kurse los. Drama-Challenge zum Beispiel, Selbstliebe-Challenge. Nicht Drama-Challenge, Drama-Kurs, Anti-Drama-Kurs, muss man eigentlich sagen. Okay. Ja, ansonsten kurze Frage heute. Ja, was macht man, wenn man Wissen hat, was man nicht haben will bezüglich Betrug im Freundeskreis? Lieber Hemmschi, der beste Freund meines Freundes in den 30ern, betrügt seit Jahren seine langjährige Freundin. Scheint ja irgendwie immer normaler zu werden, ich weiß auch nicht. Teilweise hat er mehrere Affären gleichzeitig. Netter Kerl, der gesamte Freundeskreis des untreuen Freundes weiß über den Betrug Bescheid und hat ihm auch schon ins Gewissen geredet, ohne Erfolg. Ich selbst habe die Freundin vor kurzem kennengelernt und ich frage mich seitdem, ob man ich ihr die Wahrheit oder zumindest einen Teil davon sagen soll. Sie tut mir sehr leid und ich fühle mich irgendwie wegen meines Wissens mit schuldig. Was empfiehlst du in einer solchen Situation? Herzlichen Dank für deine Arbeit. Also ich habe da keine absolute Ja-Nein-Meinung zu. Ich kann nur so Erfahrungswerte sagen oder was ich machen würde. Ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Aber das heißt jetzt nicht, dass du es nicht machen solltest. Also es ist auch mal ein bisschen die Frage. Ich denke, muss man genau überlegen, warum mache ich das jetzt? Will ich da wirklich jemand helfen oder mache ich mit im Drama-Zirkel irgendwie so? Weil ich meine, jetzt meine ich nochmal ehrlich, das ist eigentlich, gibt es ja Leute, die näher an ihm dran sind, scheinbar, die dann vielleicht eher überlegen müssten, ob sie es der Frau sagen. Also es gibt erstmal Leute, die mehr involviert sind als du. Du bist ja, also was anderes wäre, glaube ich, wenn du jetzt wirklich langjährig mit ihr befreundet wärst, mit dieser Frau, dann würde ich, glaube ich, eher sagen, ja, sollte man ihr sagen, ne? Also wenn ihr wirklich eine Freundschaft habt. Vielleicht habt ihr die irgendwann auch, keine Ahnung. Aber tatsächlich spricht so einiges dagegen. Das sind einfach nur Erfahrungswerte. Ich hör immer wieder von Leuten, die das machen. Und dann bricht Armageddon aus, ne? Dann weiß ich nicht, bist du die Person, die das alles zum Einsturz gebracht hast? Und dieses Drama-Dreieck, ne? Dieses Täter-Opfer-Retter-Drama-Dreieck. Du denkst, du bist der Retter und plötzlich bist du der Gegner und dann das Opfer irgendwie so, ne? Wie kann das so laufen? Das kann so laufen, dass du einen Riesenärger kriegst, ja, mit dem Kumpel deines Freundes natürlich. Dass du vielleicht einen Riesenärger kriegst mit deinem Freund irgendwie, der sagt irgendwie, was mischst du dich hier ein? Irgendwie, das ist mein Freundeskreis irgendwie. Und wenn es richtig blöd läuft, und glaubt man nicht, dass das selten ist, kann sogar sein, dass du mit der betrogenen Frau Ärger kriegst, weil sie, weiß ich nicht, weil dann alle so tun, ist gar nicht passiert und war gar nicht so und sie das dann auch wieder glaubt und du dann die Böse bist, die irgendwelche vermeintlichen Lügen in die Beziehung gestreut hast. Also ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil offensichtlich, wenn das seit Jahren läuft, ist das ja irgendwo ein System, wo muss man sich ja auch fragen, warum kriegt sie das nicht mit irgendwie, wo alle, weiß ich nicht, vielleicht einen destruktiven, aber unbewussten Gewinn rausziehen, wir wissen es nicht. Vielleicht will sie es auch gar nicht wissen. Also es sind alles Sachen, die man überlegen muss. Und ich höre halt relativ häufig, dass sowas komplett in die Hose geht. So, aber ich habe da keine Untersuchung zu gemacht. Also vielleicht geht es auch häufig nicht in die Hose. Aber ich weiß nicht, also meine Impulse irgendwo ungefragt Retter zu sein, die sind so in meinem Leben so gen Null gegangen, weil eigentlich immer nur Müll bei rauskommt. So. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt mein bester Kumpel wäre oder zweitbester oder drittbester Kumpel und ich das Wissen hätte, würde ich es ihm natürlich sagen, so, ne? Also wenn man jetzt wirklich gut befreundet ist, so. Aber letztlich ist es deine Entscheidung. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Sehr tricky Sache, was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, wenn, was du jetzt nicht bist, aber nur der Vollständigkeit halber, wenn du die Affäre bist und du das aus Rache dann aufdeckst zur Hauptbeziehung, das würde ich auf gar keinen Fall machen, so, ne? Also keine Rachegeschichten, keine Ego-Geschichten, aber das wäre ja hier nicht der Fall. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, also habe ich ein ganz klares Nein zu. Es ist tricky, ne? Weil das ist natürlich eine scheiß Situation und vielleicht denkst du so Frauensolidarität und also gibt es sicherlich auch
wenn du jetzt sagen würdest, nach langem Überlegen mich der Meinung, das doch zu machen, kann es absolut richtig sein, ne? Muss ich wirklich sagen. Also das ist echt eine. Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, aber vielleicht könnt ihr auch persönliche, vielleicht gibt es ja persönliche Erfahrungen, wie sowas mal ausgegangen ist. Aber ja, der Überbringer schlechter Nachrichten wird häufig nicht in Popo gehüllt, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. In diesem Sinne, hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.